So, ihr Lieben, es ist, wir hätten eigentlich schon längst los sein müssen. Wir wollten um 2 los. Es ist halb drei. Es ist halb drei. Und wir sind eigentlich auf dem Sprung. Na, wo ist sie denn? Okay, bei Ruby. Ach, jetzt geht's los. Ab zu Lima. Dass ihr seht, ich verarsche euch nicht. Ja. Wenn wir dann auf A3 nicht noch in 6000 Staus kommen. Bei Frage lang, oder? Ja, weil A3 ist eine Baustelle. Schub. Ja, Schub, genau. Ja, wenn wir laut Navi sind wir dann jetzt pünktlich da. Oh, überpünktlich, 7:59. Ja, ich mache auch gleich noch ein bisschen Attacke, dann können wir uns noch 5 Minuten irgendwo hinlegen auf dem Rastplatz. Aber ich werde nicht so Attacke machen wie auf damals, als wir zur Messe gefahren sind, da haben sie mich nämlich gleich zweimal geblitzt. Das war nicht so schön. Das machen wir dann auch nicht wieder. Also, ja, auf zu Lümer. Ihr seid live mit dabei. Also, es wird ein Volvo FH500. So viel weiß ich. Dreimal Lenkachse vorne, also zwei hinten, eine gelenkte Achse, Containeraufbau und eben 82 Meter Tonnenkran. Das so zu den groben Eckdaten. Aber was, wie, wo genau, darum sind wir heute unterwegs. Das muss nämlich noch verhandelt werden. Ja, jetzt müssen wir irgendwie gucken. Wir fahren ja mit Rüdiger, nicht mit Ruby, weil wir einfach den Geschwindigkeitsvorteil ausnutzen wollen und auch ganz ehrlich die Bequemlichkeit, weil bei Rüdiger fallen nämlich bei 160 nicht die Ohren ab. Ruby läuft nur 160 und dann fallen dir die Ohren ab. Und außerdem kommen wir bei Rüdiger wahrscheinlich mit einer Tankfüllung hin, auch wenn wir zwischendurch ein bisschen fliegen lassen. Bei Ruby wäre das mit einer Tankfüllung ziemlich unmöglich. Und das Tanken kostet schließlich auch zwischen 20 Minuten und eine halbe Stunde Zeit. Ja, außerdem kriegt Ruby dann die Kilometer nicht runter. Und ja, es macht einfach absolut keinen Sinn, mit Ruby zu fahren. Ich muss nur noch mal gucken, will mit dem Finanzamt das verpoolen, weil das ja jetzt Karos Auto ist und eigentlich Karo jetzt ja die Kosten an der Backe hat. Da müssen wir mal irgendwie gucken, dass wir das auf die Firma abwälzen. Weil das wäre unfair, wenn Karo jetzt dafür zahlen müsste, dass Mertens Westoverledingen nach Buchen fährt. Goodie. Das dazu. So, wir sind eigentlich jetzt da gleich. Also irgendwie 200 Meter hier noch durch die. Das liegt irgendwie mitten im Ort. Also so gefühlt Ziel befindet zumindest. sich links, Schlossstraße 11. Ziel erreicht. Nee. Oder auch nicht. Das hier sieht nicht aus, als wenn hier Kräne gebaut werden. Das ist ja lustig. Wow. Jetzt wird hier auch gerade rot. Wir gucken dann mal. Und da vorne im Knick links und dann kommen wir auf Na, die wir schauen Straße. mal. Aber hier steht auch schon so ein Kranautowagen in der Halle. Aber ist das ein Fassikran? Ja, das ist ein Fassikran. Dann sind wir vielleicht gar nicht so verkehrt. Wir sind gar nicht so verkehrt. Alter, hier stehen jede Menge Fassikräne. Aber ist doch gut, dass die ein bisschen was vorrätig haben hier. Finde ich tatsächlich sehr gut. Ach, da sind noch ein paar mehr Kränchen. Ja, dann sind wir richtig, würde ich sagen. Suchen wir uns einen Parkplatz und dann gucken wir mal. Ich parke einfach mal neben dem da, glaube ich, hier, neben dem Passat. Ja, da vor dem Container. Ich glaube, da stehen wir niemandem im Weg. Wir sind ja mit dem Inkognito-Auto. Aber da liegen die Radkästen und alles ist fertig. Also, ich glaube, die können echt. Relativ schnell, relativ. Hat Rüdiger. Ja, ne? Nee. Gut, ist nicht schlimm. So, sehr schön. Dann sind wir da. So, moin, ihr Lieben. Wir haben gerade ganz gemütlich einen Kaffee getrunken, haben schon ein bisschen was erklärt bekommen über den Kran und über das. Ja, der ist ja Canbus gesteuert und wie das mit dem Greifer alles zusammenhängt. War sehr interessant. Jetzt geht's in die neue Halle, ne? Ihr baut gerade neu. Ja. Oder ihr baut, glaube ich, ihr habt eine Halle noch voll und ihr baut sogar noch eine, ne? Also wir haben jetzt eine zweite Halle, die wir modernisiert haben und haben jetzt in Walldürn im Bau eine neue Halle mit 4000 Quadratmeter.
und wir werden hier zum Jahresende, je nachdem, dann umziehen und ja, haben dann mehr Platz und fühlen uns auf der ganzen Ecke wohler. Ja, aber ihr seid hier gestartet? Das ist unsere Bastelscheune, immer liebevoll so genannt. Und ja, hier hat alles angefangen, hier ist der Ursprung. Und wir werden dann hier mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge irgendwann das verlassen. Viele Erinnerungen, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Sehr geil. Cool. Wir fahren dir nach, oder? Ihr fahrt am besten mit mir mit. Ja, können wir auch machen. Gerne. Okay. Der hat zwar nachher nur noch 3 Tonnen Satteldruck, aber wird zugelassen als Sattelzugmaschine mit Kran. Ja. Weil die haben Baustellen, da müssen sie über 100 Kilometer fahren, um überhaupt, obwohl die Entfernung nur 30 oder 40 Kilometer sind. Ja, aber wegen der Genehmigung, ja. Wir müssen so riesen Umweg fahren. Ja, bei uns sind viele Brücken und so nicht für Autokräne zugelassen. All so ein Spaß, ja. Ja, sehr krass. Also, das ist die neue Halle. Oder? Nein. Das ist jetzt die Melitzer Halle. Immer liebevoll genannt Melitzer Halle, weil früher wurden hier die Feuerlöscher, die Melitzer Feuerlöscher hergestellt. Ah, okay. Und die haben wir vor 2 Jahren haben wir die erworben und erstmal für uns dann komplett modifiziert. Mhm. Also komplett, ihr braucht Deckenfäden und so eine Sache, ne, ja. Pneumatik und so weiter, ist alles komplett erneuert worden. Ja, und hier haben wir dann auch so unsere Features und unseren Laser und. Aber wir gucken uns das mal an. Wir gucken mal. Laser ist ein gutes Stichwort. Caro, wir müssen nämlich noch unser Logo als PDF schicken, damit das vorne eingelasert. Ihr lasert ja tatsächlich die Firmenlogos oder Namen in die Frontabstützung ein. Genau. Finde ich sehr genial. Muss ich tatsächlich nochmal mein... Scheiße, Mitarbeiter. Halt mal. Muss da einmal ran. Gerne. Selbstverständlich. Ja, das ist so. Ah, okay. Ja, Sekunde. Ja, nee. Wenn ihr fertig... Ja, klar. Schicke ich dir. Sofort. Jo. So, ciao. Bahnen, die Hallendeckenfahne. Die haben wir 16 Tonnen mit 2 Laufkatzen, a 8 Tonnen. Und die kommen dann in die neue Halle. Ja. Und das ist für uns natürlich eine enorme Erleichterung, weil wir müssen nicht mehr so viel rangieren mit den Fahrzeugen. Ja. Wir können punktuell dementsprechend komplett fertig bauen und können mit den großen Kranbahnen, die natürlich parallel laufen, dementsprechend alles immer ab- oder antransportieren. Und man hat auch weniger Staplerverkehr in der Halle, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und ist vom Prozess her natürlich viel, viel schneller. Ihr seid echt auf Effizienz ausgelegt, ne? Der Endkunde gibt es uns vor, ne? Und der Markt fordert es einfach. Ne? Darf ich ein Geheimnis verraten? Wir haben den Vertrag ja schon unterschrieben. Aus der Nummer kommt ihr ja nicht mehr raus. Aber ihr wart die Einzigen, die wirklich, also ich wäre ja mit 8 Wochen schon zufrieden gewesen, aber ihr wart die Einzigen, die überhaupt eine Lieferzeit sagen konnten. Alle anderen haben gesagt, ich muss mal gucken, ich muss mal nachfragen, wann ich das Auto bekomme, wann ich den Kran bekomme und dann muss ich auch noch gucken, wie lange ich fürs Bauen brauche. Und ihr wart die Einzigen, die gesagt haben, habe ich da und kann ich in 8 Wochen fertig haben. Ja, das ist Innovativität ist natürlich das eine, auf den Kunden eingehen, Träume, Wünsche umzusetzen, das ist die eine Geschichte, aber die andere, das ist natürlich unser Risiko, dass wir Material immer in Vorbestellung haben. Dass wir also immer, egal ob es jetzt Volvo, mittlerweile auch Tatra, da fangen wir jetzt mit an, für die Kunden, gerade im skandinavischen Raum, oder Schweizer, österreichische Kunden, die wirklich in die Berge müssen, also extrem topografieabhängig. Deswegen Allradfahrzeuge mit Allradlenkung, Einzelradaufhängung, aber auch mit Fassi zusammen, dementsprechend, dass wir immer Krane in Vorbestellung haben und relativ schnell reagieren können. Klar, unternehmerisches Risiko, muss man ganz ehrlich sagen. Ist gebundenes Kapital, logisch. Aber der Markt gibt uns recht, dass wir da also auf dem richtigen Weg sind. Ja, sehr geil. So, wir folgen dir. Dann gehen wir mal. Dann nochmal in Richtung, da gehen wir jetzt gleich nochmal zusammen durch. Ja. So, hier mussten wir mal ganz schnell den Schweißroboter überdecken, weil da ein Verfahren gerade in der Patentanmeldung ist. Ich gehe nicht ans Telefon, ich habe Matze das jetzt gesagt. Danke. Moin. Also hier zum Beispiel, das ist auch so ein Lümer-eigenes, ich sag mal, wo wir unseren, wo wir uns auch so ein bisschen am Markt mit abheben, das ist ein Wechselsystem. Das heißt, eine 3-Achse ist eine Volvo Sattelzugmaschine, eine 6x4, geht auch hier in den Odenwaldkreis.
Das ist ein Wechselsystem mit einem tragenden Rahmen. Da drauf kommt ein F710er, also ein 70 Meter Tonnenrad. Mhm. Übrigens auch hier mit doppelten Energieketten, wo nachher ein GMT 50 von Birkin mit betrieben wird. Ah, sehr geil. Aber der Kunde hat einen eigenen Tieflader, wo er seine eigenen Harvester mitfährt und seine Rückezüge. Und dementsprechend braucht er dann als Sattelzugmaschine für den Auflieger komplett den ganzen Satteldruck. Ja. Er bringt irgendwo nachher seine technisch möglich 16 Tonnen. Und dann kann er den kompletten Aufbau, Sitze mit dem 70 Meter Tonnenkran auf die eigenen Füße stellen, nimmt sich einen zweiten Rahmen auf mit einer Sattelklappe und dann kann das Auto dementsprechend mit dem Tieflader laufen. Sehr geil. So, und das Ganze, sag ich mal, dauert vom Wechselvorgang her keine 10 Minuten. Ihr hattet, glaube ich, mal so ein Video, irgendwie das Multitalent oder so. Das war auch der Wechselpunkt. Das, ja, genau, das war nämlich das auch so. War der Wechselpunkt, genau. Ja, sehr geil. Ja, da haben wir hier zum Beispiel in dem Rahmen, das wäre jetzt das, sag ich mal, kurze Stück für rein nur die Sattelplatte zum Wechseln. Ja. Ja, dann haben wir auch im Heckbereich hinten einfach nur die Abschrägung, damit ich also wirklich beim Semi-Auflieger keine Pressprobleme habe. Und hier haben wir dann dementsprechend den kompletten Rahmen für das Wechselsystem. Muss man sich vorstellen, vorne kommt dann also der Selbstkran, vorne kommt der 70 Meter Tonnenkran drauf und dementsprechend haben wir die Zusatzabstützung. Hier oben drauf nochmal die Sattelplatte, da drauf nochmal die Wechselpritsche und das kann ich komplett innerhalb von 10 Minuten einfach in die Ecke stellen und habe eine ganz normale Sattelplatte. Was ich so genial finde, ihr produziert ja komplett selber, ne? Also ihr macht die Zeichnungen selber, ihr macht die Berechnungen selber. Alles. Das ist Wahnsinn. Alles entsteht in unseren Köpfen, wird auch hier umgesetzt. Wir haben in dem Sinn keine Subunternehmen oder wie auch immer. Ja. Auch was wir in Guben, also in der dritten Stelle, Gubina, also in Polen, bauen und fertigen, wird hier vorproduziert, wird hier gelasert, geht rüber, Stahlbau findet dort statt, kommen wieder hierher die Fahrzeuge und werden dann hier komplett, ich sag mal, in der Endfertigung dann für den Kunden zusammengestellt. Das sind Fahrzeuge, die gehen nach England zu einem englischen Kollegen, zu dem James, der dort seinen Markt hat. Aber das sind in dem Moment, sind das, ich sage mal, Standardfahrzeuge, entweder als Kipper, als Plateau, mit einem kleinen 145, aber auch teilweise mit 710er. Ja, wenn die dann Kipper sind, dann kann man quasi eine Greifschaufel betreiben und sich selber beladen. Genau. Ja. Hier sehen wir jetzt mal einen typischen, sage ich mal, Standard oder ein typisches Standardfahrzeug, 8x2 mit einem dementsprechenden Hilfsrahmen. Wir haben hier aber einen sehr niedrigen Aufbau, deswegen haben wir das Ganze mit einer Kehlnaht verschweißt und haben den Hilfsrahmen weitergemacht. Hier sieht man auch schön die gelaserten Seitenplatten, ja. Die werden natürlich vormontiert und die Fahrung ist jetzt vom Stahlbau her fast schon in der Endfertigung. Ist aber, wie man hier auch schön erkennen kann, zum Beispiel in dem Bereich dieser Rahmen für 71 oder auch für 81 Meter Tonnen geeignet. Dankeschön. Er hatte kurz das Flexen aufgehört, dann können wir uns besser unterhalten. Sehr, sehr aufmerksame, mitdenkende Mitarbeiter. Ja, das, hier können wir dann auch noch mal rumgehen. Dafür ist ein Kurzschritt. Das ist so ein Auto mit, ja, und mit Lenkachse hinten, das ist schon sehr genial. Das war mir echt wichtig, weil du brauchst die Wendigkeit. Ich habe eine Frage, wenn ich die zwischenwerfen darf. Ihr macht ja viel Volvo und ich glaube, das liegt daran, dass der Rahmen bis vorne durchgeht. Ne? Da braucht ihr vorne nicht so viel umbauen, oder? Für die Frontabstützung? Ja, grundsätzlich erstmal richtig. Der Volvo ist der einzige Hersteller, ich kann A, das Chassis bestellen mit einem doppelten Rahmen und ich kann das Chassis bestellen nicht nur mit einem doppelten Rahmen, sondern von vorne bis hinten durchgehen. Weil dann, dass wir als Fahrzeugbauer aufgrund, dass ich im Fahrzeug, im Chassis schon eine gewisse Steifigkeit habe, natürlich beim Aufbau durch Hilfsrahmen, Seitenplatten ein bisschen sparen kann, kommt dem Kunden natürlich, dem Endkunden wieder zugute, weil mehr Nutzlast, ja. Mehr Nutzlast, genau. Also der Volvo ist schon, was das betrifft, für einen Fahrzeugbauer sehr genial. Die Amerikaner sagen ja nicht umsonst Payload, ne? Genau. Weil die Nutzlast ist das, was mir das Geld bringt. Genau.
Und hier sieht man auch schön, also die Fronttraverse und so weiter, das sind alles Eigenkonstruktionen. Die bauen wir selber, das berechnen wir alles selber und das wird auch für jedes Fahrzeug einzeln dargestellt und umgesetzt. Es sieht zwar so aus, als wenn viele Fahrzeuge, ich sage mal, gleich sind oder auch gleich aussehen auf Bildern oder auch in Videos, ist aber nicht so. Jedes Fahrzeug ist individuell, jedes Fahrzeug wird auf den Kunden zugeschnitten und alle haben im Detail große Unterschiede. Deswegen muss auch Hilfsrahmen, Seitenplatten, Frontabstützung, alles aufbauen, aufeinander abgestimmt werden. Muss aufeinander abgestimmt werden und ist immer differenziert von einem Fahrzeug zum anderen. Ja, man kann also quasi auch nicht einfach, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, ich habe ein Auto mit einem 710er Kran und ich merke irgendwie nach einem Jahr, oh, der ist mir zu klein, ich hätte da gerne einen 820er drauf. Nein. Nee, geht nicht, ne? Also dann neues Auto. Ich meine, es ist alles möglich, man kann alles machen. Ja, aber der Aufwand. Ihr müsst einen neuen Hilfsrahmen anfertigen. Direkt aufmännisch eine glatte 6. Ne? Also macht überhaupt keinen Sinn. Ja. So, hier drauf ist jetzt ein L50, also ein 110 Meter Tonnenfahrer. Das Fahrzeug geht auch in Export. Ist ein 8x2 Volvo FH45. Ja. Nachher mit Sattelplatte und abnehmbarer Pritsche. Hier sieht man auch schön die Durchschlechtung bis nach vorne hin. Ja. So, dass wir dann hier bei dem Rad in der Größe auch wirklich dann Standsicherheit haben auf 360 Grad. Sehr geil, ja. Ja. Gehen wir mal weiter. Ja, gerne. Die Jibs, habt ihr die immer grundsätzlich mit Schnellkupplung oder kann das der Kunde bestellen? Ja. Also grundsätzlich. Weil also ihr habt, glaube ich, immer volle Hütte. Ne? Also wenn ich eure Autos sehe, die sind immer hier mit den Staukästen und immer überall Lampen dran und es ist immer... Das versuchen wir natürlich auch alles immer umzusetzen, auch bei Lagerfahrzeugen oder auch mal bei Mietfahrzeugen, dass wir also immer, sage ich mal, die Ausstattung, egal Kran, egal Fahrzeug oder eben auch den gesamten Aufbau, dass wir da wirklich die volle Ausstattung haben. Ja. Wenn wir so ein Fahrzeug bauen, das ist natürlich in der Fertigung ein kleines, nachher das nachzurüsten, ist wieder viel zu teuer. Also macht man es gleich mit. No, und dann ist der Endkunde zufrieden und wir haben natürlich in dem Moment auch einmal ein positives Signal. Ne? Hier haben wir jetzt zum Beispiel von Fassi, das ist der neue 1450. Mhm. Das ist der Kran, was ich erzählt habe. Aus mit dem Feinkornstahl, ja. 1100 Feinkornstahl und natürlich auch mit der neuen 10-Kant. Mit dem 10-Kant-Profil. Ah, jo, das Verwindungssteifer dann. Ja, natürlich. Das ist von der Statik her anders gemacht. Somit hat man natürlich in Verbindung Werkstoff, also 1100 Feinkornstahl, in Verbindung mit der neuen Profilgebung, hat man dann wiederum eine höhere Traglast. Ja. Bei geringem Gewicht im Verhältnis zu dem anderen. Bei geringem Gewicht und was wir jetzt hier im Hintergrund auch sehen, ist eine Sattelzugmaschine. Und aufgrund, trotz Krangröße 1450, also 145 Meter Tonnen, 4-Achse 8x2 habe ich ein Eigengewicht von max 28 Tonnen. Das heißt, ich habe noch 4 Tonnen Satteldruck. Das heißt, ich habe ein Fahrzeug, was eingetragen ist, trotz Krangröße, Sattelzugmaschine mit Kran. Und kann mich dementsprechend überall bewegen auf dem Fahrzeug. Ja. Ja, hier sieht man es. Das macht ihr auch alles selbst, ne? Wahnsinn, ja. Und es ist grün beleuchtet. Es leuchtet im Moment grün, ja, aber da ist eine LED komplett so eine Reihe drin, Leistenreihe. Und der Fahrer hat eine Fernbedienung im Fahrerhaus. Ja, weil du es ja im Straßenverkehr nicht... Aber ich habe schon mal gesagt, das wäre ein geiles Gimmick. Also unser Logo und dann grün hinterleuchtet, weil wir ja auch eine grüne... Ne, wir sind ja. Kannst du umstellen auf Blitzen, grün, gelb, blau, was du möchtest, bauen wir dir ein. Sehr geil. Da steht gerade, der wird vorbereitet zum Einbau. Das ist ein, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ein sogenannter RAL-Kran. Also ein Langarm. Genau, ein Langarm-Kran in dieser Form 1650, also ein 165 Meter Tonnen. Der RAL-Kran gegenüber dem normalen Kran, also den RA-Kran, hat hier den Vorteil, man muss natürlich die Traglast berücksichtigen, die etwas schwindet, aufgrund eben der Länge, ist halt normale Physik. Aber wir haben hier mit Jib, mit dann noch mechanischen Ausschüben, eine Reichweite im vertikalen Bereich von über 50 Meter. So, hier sehen wir das
Fahrzeug dazu als Chassis mit dem vorbereiteten Rahmen. Ja. Wo dann dementsprechend der RAL. Da sieht man aber auch, wie viel Platz der im Verhältnis zu dem anderen braucht. Ne? Also, ja gut, das ist dann wiederum, sag ich mal, die Kunst, das so aufzubauen und so einzuarbeiten, dass es nachher auch passt, dass wir nicht mit der Höhe oder mit irgendwelchen anderen Maßen schwierig sind. Ja, ihr müsst, ich wollte sagen, ihr müsst schon echt viel beachten, weil ihr dürft ja auch, ihr müsst unter 4 Meter bleiben und alles so eine Geschichten und so, da ist ja, ja. Die ganzen Parameter müssen beachtet werden. Ja. Ja, hier haben wir unsere neue Abstandsbank. Da steht der Laser, wo alles vorgelasert wird. Material haben wir auch. Jetzt sind wir bei dem Punkt, du sagtest, zwei Dinge dürfen nicht gezeigt werden. Einmal der Roboter und wenn das nächste ist, wieder sagen, ne? Dann kommt das Ding wieder aus. Das mache ich dann früh genug. Genau. Nicht, dass wir aus Versehen so beim Schwenken irgendwie... Nein, kann nichts passieren. Gut. So, hier haben wir unsere Oma, immer liebevoll Oma genannt, also die haben wir intern. Und hiermit setzen wir dann auch mal, oder ich sag mal, Krane werden B- und entladen damit, wenn sie aus dem Werk kommen. Oder wir setzen auch damit Krane mal auf. Selber der Kran ist auch ein 160 Meter Tonnen und hat dementsprechend Traglast und ist eigentlich nicht mehr wegzudenken, weil sehr mobil eben, wir können es überall machen und können überall dementsprechend hier reagieren, wenn wir irgendwas umsetzen müssen. Ich finde das eben auch cool. Die Radläufe bei euch immer aus Alu und so, das ist, weiß nicht, das sieht auch einfach wertiger aus, wie dieser Plastikmüll da dran. Ja, vor allen Dingen ist es so mit dem Aluminium, wenn ich es nicht behandle, egal ob das jetzt die Staukästen sind oder ob es die Kotflügel sind, aufgrund der Witterungseinflüsse und auch mit Salz und allem möglichen, dann sieht es nach einem Jahr schon schlimm aus. So, jetzt hast du Fahrzeuge, die kosten 300.000, 400.000, 500.000 Euro und nach einem Jahr sieht das schon, ne, von optisch, von außen aus und wir strahlen das komplett, alles, was mit Alu-Rüffel gleich zu tun hat. Natürlich mit dem Kunden abgesprochen, was für eine Farbgebung. Mhm. Dann wird gepulvert, wird eingebrannt, dann wird es nochmal geschliffen und dann wird es nochmal mit Klarlack behandelt. Und das nennen wir dann die Bühmer-Optik. Aber dann sieht es nach ein, zwei, drei Jahren immer noch schick aus. Immer, genau. Noch, schick immer noch wertig aus, ne? Ja. Genau. Also hier ist jetzt gar nichts drin. So, unsere Werkfeuerwehr, die haben wir ja auch schon. Ja, sehr geil. Wenn wir irgendwann zum Einsatz kommen. Für die, ja, ist wahrscheinlich heutzutage auch alles Vorschrift ab einer gewissen Betriebsgröße, dass ihr eine eigene Feuerwehr stellt und so, ne? Naja, so, wir denken mal, dass es dahin geht. Deswegen haben wir uns da schon mal ein bisschen, eingeführt. Vorsorge ist besser als heilen. Genau. Ja, hier kann man das auch schön sehen. Hier haben wir zum Beispiel auch ein 820. Sind das Kundenfarben? Also sind die so bestellt? Ja, ne? Ja, die sind speziell für einen Kunden, der zum Beispiel geht in die Schweiz. Und hier haben wir es auch so, hier sieht man das sehr, sehr schön mit den doppelten Energieketten. Ja. Damit ich eben am Jib-Ende auch wirklich meine Druck- und meine Literleistung habe, weil das direkt unten vom Steuerblock vom Kran kommt. Ja. Ne? Ja, und der, die haben, wie gesagt, die haben alle nur, ist ja, natürlich auch, wird breiter und ist natürlich bei uns in den Bäumen auch so ein Ding, also jetzt kann zweimal was kaputt gehen. Ja, wobei das ist ja nur der Grundkran, das heißt also am Jib-Ende habe ich keine doppelten Energieketten, da habe ich dann die eine normale Energiekette für die zwei zusätzlichen Steuerkranen. Ah, okay. Das ist echt ein ganz schön komplexes Thema. Ja, und da liegt... ihr habt zwei verschiedene Hersteller, glaube ich, ne, für die Rahmen. Ja, wir haben also den, der natürlich aus dem Hause Fassi auch kommt, der Hersteller Marell ist jetzt 100% Fassi, den wir hauptsächlich verwenden, aber es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, wir möchten lieber ein Hüfergerät oder wie auch immer. Okay, also das können wir natürlich auch machen. Kundenwunsch. Ne? Das alles ist klar. Kundenwunsch. Da haben wir 9,1450 auch in einer Kurzversion. Der Hintergrund ist der hat also nur 4 hydraulische Ausschübe, kein Jib, gar nichts, weil der Kunde macht nur Maschinenumsetzung. Ja, das heißt, am kurzen Ende will er viel Kraft heben. Ja. Das kann ich natürlich mit dem Kran sehr gut umsetzen, weil der kann dann neben dem LKW bei der Krangröße, obwohl auch läuft dann als Sattelzugmaschine mit Kran, kann er neben dem LKW über 27 Tonnen heben. Ja, das ist so optimal für so Fahrenkötter ist das, glaube ich. Die machen so Landmaschinentransporte und so, wenn man so einen Flug oder so eine Egge oder so schwere Landmaschinen dann... Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel.
da geht gerade dabei, dass ein Kran parametriert wird und dementsprechend eingestellt wird. Hier haben wir ein Fahrzeug, was auch in den Export geht, in den Tridem, ja, ja. Ist auch ein neuer 1450 Techno verbaut. Warte mal. Das ist ein Fünfachs. Ihr habt mal einen Scania in Blau. Also mit einem blauen Kran, blauer Scania, ja. Habt ihr tatsächlich auch mal so. Da habe ich auch gedacht, das sind ganz schöne Schlachtschiffe. Ne? Aber du hast natürlich mit der Lenkachse hinten noch unheimlich nutzt das. Ne? Also ja, wie gesagt, das Fahrzeug geht in den Exportbereich und in Deutschland ist klar, trotz 5 Achsen bei 32 Tonnen Gesamtgewicht ist Schluss. Ja. Im Ausland sieht das eben anders aus. Da fahren die ja mit 60 Fahrzeuge, Tonnen. Genau, die können dann dementsprechend technisch möglich, was die Achslasten hergeben, alles ausnutzen. Und dann habe ich trotz Krangröße mit diesem Auto dann immer noch meine 10 oder vielleicht teilweise sogar, je nachdem, wo da zugelassen wird, meine 15 Tonnen Nutzlast. Das ist Wahnsinn, ne? Das denke ich auch immer in Holland. Ne? In Holland fahren die mit 60 Tonnen. Ja. Ja, also ja. da würden sie in Deutschland... Ja, 5 Achser dann, also 45 Tonnen. Die haben doch, genau, die haben so eine Achse in der Mitte, hast du recht. Ja. Genau. Die können die auch dann meist liften. Das ist so ein typisches Fahrzeug, was nach England geht. Das ist ein Z-Kran drauf, ein kleinerer 145 Z-Kran, F145, also ein schnell arbeitender Baggerkran. Ja. Ganz normal mit Hochstand, wie man hier sieht. Ja, kennt man sonst so von den Holztransportern und so, die haben die glaube ich auch, ne? Genau, sind die typischen Z-Krane, die auch, ich sag mal, Arbeitskrane im Bereich für Schüttgut oder für Holz, ne? Ja. Und ja, hier ist das Lenkrad eben auf der rechten Seite. Also der geht so als Hinterkipper nach England. Von dem muss ich noch mal kurz ein Foto machen. Wenn ich das Mazda schicke, dreht er durch. Ein Ungetüm. So, hier haben wir eben dementsprechend, ich sag jetzt mal, das so, wie es bei dir dann nachher ist, einen 8x2 mit einem 820. Hier ist jetzt noch kein Jib, noch nichts drauf. Das Fahrzeug ist noch nicht ganz fertig. Hier fehlt auch noch die Frontabstützung. In diesem Fall auch in der französischen Ausführung, also recht kurz gehalten. Hier haben wir ein FMX, wo wir noch auf den Kran warten, als ganz normalen Dreiachse. Das heißt, dies wird der typische Zimmermannstraum wieder. Der ist in Vorbereitung. So, hier haben wir ganz normal eine 6x2 Sattelzugmaschine mit abnehmbarer Pritsche und einem 545, also 55 Metertonnen mit Jib und Winde, mit einer 2-Tonnen Winde. Und hier kann man auch sehr schön sehen, da wir hier als Sattelzugmaschine 6x2 haben, mit dem Bremsassistenten von vorne, dass wir dann in dem Moment mit der neuen Abstützung, die wir dort entwickelt haben, die dann hier auch flacher aufbaut, hier unten die Trichterform hat, weil wir als Fahrzeugbauer dementsprechend den Radar von dem Bremsassistenten weder versetzen dürfen, nicht mal lackieren dürfen, den dürfen wir nicht mal eigentlich angucken. Das ist der heilige Gral. Das ist der heilige Gral und in dem Moment wird dementsprechend die Frontverkleidung dem angepasst und dann haben wir eben hier die charakteristische Kegelform, so dass der natürlich auch funktionieren kann. Und hier fertig ein Fahrzeug, was auch in den skandinavischen Raum geht, beziehungsweise erstmal über den Skandinavier in die Schweiz, läuft dann in den Bergen oben. Ist ein 6x6, also ein Allrad, ist auch mit einem 455, also ein Fassi, ein klassischer 45 Meter Tonnen Kran mit Jib und Winde, ist ein 214er Jib obendrauf, auch mit einer V20, 2 Tonnen Winde. Extrem kompaktes Auto, ne? Wahnsinn. Sehr kompakt, hat eine 3,80 Meter abnehmbare Pritsche und darunter ist eine verstellbare Sattelplatte. Wahnsinn. Ja, der Vorteil ist durch den Allrad, durch die Sattelplatte, gerade so, ich sag mal, Österreich, Schweiz mit den Bergen, da kann man eben auch mal einen Harvester oder so mit in die Berge fahren. Unheimlich wendige Autos, sehr kompakt. Ja, wenn die Serpentinen hoch müssen, da ist leider nicht viel Platz. Ne? Nee. Das, wenn ich da manchmal die Videos sehe, wo die Holzkutscher so fahren, da denke ich immer so, Harry Jasses, also die müssen auch echt Eier haben. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, was die, gerade die Langholz fahren, ne? Ja. Was die Jungs so in dem Wald und in den Bergen da umsetzen, ja. Gigantisch. Ja, ihr habt hier quasi eure eigenen Testgewichte und dann könnt ihr... Hier geht wahrscheinlich auch kein Auto vom Hof, was ihr nicht einmal komplett ausprobiert habt, oder? Nein, es ist ja generell so, dass wir die Krane parametrieren. Dementsprechend, weil der Kran hat zwar gewisse Grunddaten,
aber es ist ja nicht jedes Chassis gleich. Das heißt, ja, ich muss den Kran natürlich von seinen Leistungsdaten her über das Parametrieren dem Fahrzeug auch anpassen. Im Bereich auch der Frontabstützung. Ne? Mhm. Und jedes Fahrzeug wird anschließend dann auch vom TÜV Süd UVV abgenommen. Sehr gut. Wir haben jetzt alles besprochen. Klar ist hier und da nochmal eine Kleinigkeit, die man vielleicht ändern will. Alles sehr unkompliziert. Er hat gesagt, naja, wenn ihr was ändern wollt, kein Problem. Ihr habt ja die Auftragsbestätigung. Einfach in der Auftragsbestätigung durchstreichen. Zum Beispiel, die Lampe soll jetzt nicht, also hinten, nicht hinten ins Chassis, sondern die soll meinetwegen oben drauf. Blödes Beispiel, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Oder ihr wollt vorne keine zwei Rundumleuchter, sondern einen Balken oder so. Einfach durchstreichen, zweimal Rundumleuchte, einmal Balken hinschreiben, fertig. Sehr geil und unkompliziert, oder? Ich mag das. Ich mag Menschen, die einfach nicht überall Probleme sehen, sondern Lösungen bieten. Weil das ist ja, man kauft ja ein Gesamtkonzept, und wenn man ehrlich ist, das ist natürlich gerade für so eine kleine Firma wie meine eine Rieseninvestition. Ich glaube, das ist für jeden Unternehmer, nee, also Geld wächst ja nicht auf Bäumen, also meins schon, ein Stück weit, aber ja, was ich damit sagen will, ist, man fühlt sich hier einfach gut aufgehoben, ne? Man fühlt sich hier verstanden. Es gibt nicht immer so, oh nee, und das hast du jetzt aber schon so bestellt und wir haben die Lampe da jetzt aber schon hingeplant oder so, sondern letzten Endes geht es um 30 cm Kabel und dann wird die Lampe eben versetzt. Weil, oder wenn du eine mehr haben willst, ist es einfacher, du sagst es jetzt, dann bauen sie eine mehr dran. Hinterher kriegst du diesen ganzen Kram nur noch umständlich durch einen Rahmen verlegt, hingefummelt und so, weil dann ist das Auto im Prozess ja schon fortgeschritten. Apropos Auto im Prozess fortgeschritten, wir fahren jetzt zum Folierer und dann kann ich euch original mein Auto zeigen. Also die haben das möglich gemacht hier von Lyma, dass wir zum Folierer fahren dürfen und eben euch das Auto zeigen können, damit ihr überhaupt seht, was ich da bestellt habe. Und da ich nicht jeden Tag hierher kommen kann oder einmal die Woche hierher kommen kann, euch den Fortschritt am Auto zeigen kann, werden wir eine Kamera hierher schicken. Und dann wird quasi der Fortschritt am Auto auch dokumentiert für euch. Ist geil, oder? Also ich meine, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie im Männerhimmel. Guti, also wir fahren zum Polierer, ihr seid dabei. So, ich glaube, laut Navi müssten wir gleich an der Foliererei angekommen sein. Das müsste... Ach, da! Ja, Zettel. Da ist es. So, dann können wir... Oh, was machst du? Doch, ich will hätten noch hoch. Wie kommt man da jetzt hin? Ich glaube, hochfahren. Ich würde es pauschal auch versuchen, aber oder? Da geht es am Zaun nicht weiter. Okay, dann fahren wir hier ein Stück weiter. Da geht's auch nicht weiter. Ob wir da irgendwie, haben die eine andere, warte mal, ist da hinten eine Auffahrt? Haben die eine andere Auffahrt? Kommt man da von der anderen Seite Gewerbegebiet rein? Das ist ja drollig. Also das Navi sagt ja, wir sind da und wir sollen da hochlaufen. Ich will da aber nicht hochlaufen. Das ist ja drollig. Da müssen wir gleich einmal umdrehen. Die am Mühlenweg 5. Ja. Hier ist ein Graben. Da ist ein Graben. Das ist nicht so witzig. Dann gebe ich mal, als ich das eingegeben hatte, hatte mein Navi eine andere Adresse. Dann wird das die wohl sein. So, okay. Wir wollen jetzt den armen Rüdiger nicht in... Nee, da hätten wir die hätten wir Ruby mitnehmen müssen. Da ist nämlich beidseitig Graben. Ja, ihr seid live dabei. Das ist live. Ich möchte aber nicht zu weit ins Chaos fahren. Nicht, dass da Schrauben liegen oder so. Nee, ich wollte heute noch wieder nach Hause. Also somit ohne Proppen im Reifen. Obwohl, zwei Löcher in einem Reifen hatte ich schon mal auf einer Tour. Erst der eine Platte, bin ich ein bisschen gefahren. Hoch und gucken. Und das Auto zog wieder rum. Sollen wir dich mal outen? Wie? Beim letzten Feuer löschen? Ich habe ja innerhalb von 50 Meter zwei Platte gefahren und einen rechts und einen links hinten. Wir wissen alle nicht. Ich bin zurückgegangen, hab geguckt, nix. Aber gut, wer im Hauptzielgebiet fährt, wo überall Munition und Krater und alles sind, um zu löschen, ich glaube, da darf sowas passieren. Nach 10,5 Jahren mein erster Platte. So, zweiter Anlauf, da steht's. Neue Einfahrt. Oh, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wir hätten gerade quasi einfach nur gucken. Gib Gas, geht doch jetzt nur noch geradeaus. Hü!
Attacke. Das ist laut Navi eine andere Adresse hier. Ja, dann ist das so. Letzten Endes kennen wir uns ja auch nicht aus, aber wir sind eh schon zu spät. Aber das kennst du, ne? Besser zu spät kommen, als gar nicht kommen. Caro kommt immer auf letzte Minute. Seid effizient. Und da, wo es nicht ganz so wichtig ist, ein klein bisschen später. So, ja, dann lass uns hier vorne mal parken. Dummerweise immer. Pflanzt Bäume, Leute. Pflanzt Bäume. So, warum sollt ihr Bäume pflanzen? Erstens haben wir dann Schatten. Und zweitens hat der Papa dann Arbeit. So, dann gehen wir mal rein und dann gucken wir mal. Aber ich muss vorher mal fragen, ob wir filmen dürfen. So, moin. Wir sind jetzt angekommen bei Zettel. Und wie ihr seht, da ist er. Schon sehr mertensgrün. Also ich finde, er hat schon so ein bisschen unseren Stempel aufgedrückt bekommen. Ja, wie ihr seht, er war mal weiß, jetzt wird er grün. Zwei gelenkte Achsen. Antriebsachse, Lift, Lenkachse. Wir haben ein bisschen Überstand nach hinten, das lässt sich aber nicht vermeiden wegen der Containeranlage. Das ist also ein ganz schön langes Auto. Ja, und ab hier startet dann notwendigerweise mein Voice-Over, weil ihr habt es im Hintergrund gehört, es läuft Musik. Ich habe leider vergessen zu sagen, die sollen das Radio ausmachen. Hier erzähle ich noch ein bisschen was übers Auto. Ne, das sind ja nur die Kotflügel für die Überführung. Wir kriegen alle Kotflügel in Alu, in der Lyma-Optik, in Grün auch. Wir hatten kurz überlegt, schwarz oder grün. Na, grün sieht, glaube ich, auch gut aus. Sind wir wieder beim Thema, schwarz hat ja jeder. Ja, hier nochmal kurz die Kühlbox gezeigt. Standheizung hat das Auto auch. Ist also recht gut ausgestattet. Gerade im Winter war mir die Standheizung wichtig. Im Sommer ist mir die Kühlbox wichtig. Ja, ich möchte mich da nochmal bei der Firma Lyma bedanken, dass sie das möglich gemacht hat, dass wir das Auto vorab schon sehen konnten. Und natürlich auch bei der Firma Folientechnik Zettel, die den Wagen foliert und auch unsere Werbung direkt draufgeklebt hat. Werbung ist ein gutes Stichwort, da möchte ich mich natürlich auch beim Georg bedanken von Hotspot Werbung hier bei uns in Westerwaldedingen, der sehr kurzfristig die Dateien rübergeschickt hat, damit der Wagen beklebt werden kann. Und eben auch die Dateien nach Lyma geschickt hat, damit unsere Logos und die ganzen Geschichten dann auch eben in die Metallarbeiten eingelasert werden können. Sehr, sehr geil. Ja, dann möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ja der neue Kalender wahrscheinlich schon auf der Messe in Nürnberg zu sehen ist. Ich bin am Stand von RZ-Handel, habe ich ja schon gesagt. Wir werden auch ein Gewinnspiel machen auf Facebook nächste Woche. Also das Video kommt ja jetzt Sonntag raus. Nächste Woche, ich weiß noch nicht, Montag, Dienstag wird es ein Gewinnspiel geben. Ich muss das noch kurz mit RZ-Handel abklären. Wir werden Freikarten für die Galabau in Nürnberg verlosen. So wie es aussieht, erstmal 10 Stück. Also 10 Freikarten könnt ihr dann gewinnen auf meiner Facebook-Seite in Zusammenarbeit mit RZ-Handel für die Galabau in Nürnberg. Joa! Dann wird es ab 1. Oktober unseren Shop wieder online gehen. Geben tut es unseren Shop ja immer noch, aber wir hatten den ja offline genommen, weil wir es einfach zeitlich nicht geschafft haben. Und der wird am 1. Oktober wieder online gehen mit neuen Produkten. Einige Produkte werden vorrätig sein, wie zum Beispiel der Kalender und verschiedene Tassen und Mützen und so. Aber einige Produkte werden wir auch in die Pre-Order geben. Das heißt, ihr müsst bestellen. Und wenn dann eine bestimmte Stückzahl erreicht ist, dann werden wir das in Auftrag geben lassen. Hat einfach mit dem Siebdruck zu tun, dass wir unter einer gewissen Stückzahl nicht wirtschaftlich den Siebdruck erstellen können. Ansonsten müssten die T-Shirts nämlich viel, viel teurer werden. Und das möchten wir nicht. Wir möchten euch auch weiterhin Top-Qualität zu einem fairen Preis anbieten. Wie gesagt, der Shop ist eher so ein Dienstleistungsding von uns. Da bleibt eigentlich nichts kleben. Goody. Gutes Stichwort kleben bleiben und sparen. Alle müssen sparen für die Kanalmitglieder. Also die Leute, die eine Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube abgeschlossen haben und mich damit unterstützen. Für die wird es natürlich wieder Rabatte im Shop geben und auch Rabatte beim Kalenderkauf. Ne? Also ruhig eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Dadurch habt ihr nicht nur das gute Gewissen, dass ihr mich ein wenig unterstützt, sondern eben auch... ihr werdet ein bisschen was im Shop sparen auf die T-Shirts und eben auf die anderen Produkte wie Kalender, Tassen etc. pp. Es wird immer mal wieder einen Rabattcode geben für die Kanalmitglieder. Oder auch Pakete, die ihr dann vergünstigt erwerben könnt, also Zusammenstellungen. Gut, unterstützen ist ein gutes Stichwort. Ich möchte mich bedanken für die Unterstützung im letzten Jahr von euch, von der Community. Wir haben tolle Projekte in der Vergangenheit wahrmachen können.
Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch ein bisschen unterstützt bei meinem jetzigen Projekt. Ja, der LKW ist ein Wahnsinnsding für uns, das könnt ihr euch vorstellen. Ich träume da schon seit 3 Jahren von. In der Vergangenheit war es nicht möglich. Jetzt habe ich mir diesen Traum erfüllen können. Ja, alles vielleicht ein bisschen kurzfristig für euch. Werdet ihr auch sagen, Mensch, boah, vielleicht alles noch ein bisschen überstürzt. Letztes Jahr quasi noch kurz vor Genickbruch, dieses Jahr der neue LKW. Richtig. Ich finde aber, es ist eine gute Entscheidung und wir haben da lange drüber hergemurmelt, weil wir einfach ja, die Schlagkraft brauchen. Ihr seht es immer wieder, wie wir uns mit dem Vario quälen, ne, dass wir einfach nicht genug Abfahrkapazität haben, dass wir einfach auf Baustellen schneller sein könnten, wenn wir dann, ja. Also ich denke, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich bin gespannt auf die Aufträge und die Videos, die mit diesem Auto einhergehen. Ich hoffe, ihr seid auch neugierig und gespannt, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Da bin ich nämlich auch mal gespannt drauf. Ja, wie gesagt, ich würde mich über eure Unterstützung freuen. Und ja, lasst ein Abo da. Das ist auch schon ein Stück weit Unterstützung, wenn ihr mich abonniert und die Videos fleißig guckt und kommentiert. Weil mental brauche ich natürlich auch Unterstützung. Ich habe letztes Jahr viel Zuspruch von euch bekommen. Und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben. Und da freue ich mich eben auch immer wieder drüber. Ja, was bleibt noch zu sagen? Messe, wir werden auf dem Stand von Erzentern da sein, das sagte ich schon. Mit Glück wird der LKW fertig sein bis zur Messe. Mit Glück wird er bis dahin fertig sein. Mit noch mehr Glück, da müsst ihr uns die Daumen drücken, wird es vielleicht möglich auch sein, den auf der Messe auszustellen. Wir sind da im Moment noch dran, am zu verhandeln, ob es einen Stellplatz geben wird. Eigentlich ist die Messe schon voll, also richtig voll. Aber wir würden natürlich das Auto gerne mitbringen und euch dann eben auch zeigen können. Und ich hoffe, dass die Messeleitung einlenkt und uns noch einen Stellplatz irgendwo in der kleinen hinterletzten Ecke zur Verfügung stellt, damit ich nämlich euch als Messebesuchern dieses einzigartige Fahrzeug dann auch zeigen kann. Ja, RZ-Handel wird mir da auch wieder schöne Überfahrtafeln für bauen. Ich habe mir da schon mit denen zusammen was überlegt, wie ich sie gerne hätte. Extra speziell für diesen LKW. Und ich brauche natürlich auch Unterlegklötze für den Höhenausgleich. Und ich brauche natürlich auch wieder Platten, auf denen ich abpratzen kann. Und da bin ich, wie gesagt, mit RZ-Handel im Gespräch. Und da werden wir uns richtig tolle Sachen einfallen lassen, die ihr dann natürlich auch gerne übernehmen könnt und die ich auch gerne in dem Video vorstelle. Ja, da freue ich mich schon tierisch drauf. Wie gesagt, es geht hier echt Vollgas weiter. Viele, viele neue Projekte in der Mache. Wie gesagt, der Kalender wird geil. Also, das Auto wird geil. Es wird hier richtig cool auf dem Kanal weitergehen. Von daher, bitte, unterstützt mich weiter, damit es hier weiter coole Videos geben kann. Und wir einfach als Community weiter hier geilen Content haben. Ich freue mich, wie gesagt, auch immer über eure Kommentare, auch wenn ich kaum noch antworte. Ich lese sie alle. Und ja, finde es einfach geil, dass hier so eine hammertolle Gemeinschaft entstanden ist, mit der man eben durch dick und durch dünn gehen kann. Und ich würde sagen, nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Und ich bin gespannt auf die neue Saison und hoffe, dass sie erfolgreich wird und dass wir schlagkräftig mit unserem neuen Auto dann zügig unsere Kunden zufriedenstellen können. Weil dafür stehen wir. Wir stehen für zufriedene Kunden, für qualitativ hochwertige Arbeit zu einem fairen Preis. Und es wird jetzt, denke ich, noch sauberer, noch schneller, weil wenn wir die Gärten gar nicht mehr betreten müssen, dann, ich sag mal, geiler kann man gar nicht arbeiten, oder? Zack, von außen ran, den Baum anpicken, rausheben, Garten nicht betreten, gar nichts, kann kein Rasen kaputt gehen, kann nichts runterfallen, kann keine Dellen geben. Also ich sehe das wieder als ein Mittel, um die Qualität unserer Arbeit auf ein nächstes Level zu heben. Und freue mich, wie gesagt, wie viele Zahnräder da ineinander gegriffen haben. Reibungslos bis jetzt. Reibungslos, muss ich sagen. Dreimal hier ganz schnell auf Holz geklopft. Ich hoffe, dass es auch so reibungslos weitergeht. Ich denke, der Wagen wird Startschwierigkeiten haben. Das ist immer so, wenn man sich was Neues einfällt. Wir haben zum Beispiel immer noch keinen Container. Also wenn mir noch einer einen 6 Meter Abrollcontainer besorgen kann, ich bin da dankbar. Weil es ist scheinbar, was war die Aussage von Ellermann Container? Wir schmelzen schon Nägel ein, um überhaupt noch Container produzieren zu können. Also Materialknappheit eben auch auf dem Markt und in dem Segment. Und von daher weiß ich noch nicht, wo ich einen 6 Meter Container herkriegen soll für dieses Auto. Aber auch da arbeiten wir dran, dass wir dann
pünktlich, wenn der Wagen da ist, hoffentlich auch einen Abrollcontainer haben, der dann auch hoffentlich schön in Moosgrün lackiert ist und mit unserer Werbung bestückt ist. Also viel, viel, viel im Hintergrund, was läuft. Aber ihr seid hier auf YouTube, Facebook und Instagram immer informiert und immer live dabei. Von daher bitte auch nochmal meine Facebook-Seite abonnieren, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmt und teilnehmen könnt, damit ihr dann auch wisst, wann es kommt. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ich das mit euch teilen darf und teilen kann. Und wir sehen uns auf der Galabau in Nürnberg für 10 glückliche Gewinner von euch für Lau. Bedankt euch bei RZ-Handel. Sehr geile Geschichte. Bedankt euch bei Lyma, dass sie dieses tolle Auto bauen für mich, um euch auch noch geilen Content bieten zu können. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja, es ist spät. Caro ist zurückgefahren. Wir sind so gut wie wieder da. Möchtest du noch irgendwas zum Tag sagen? Läuft. Lang und anstrengend, oder? Aber wir haben es geschafft und gerockt und ich denke, wir haben wieder einiges gerockt und ich freue mich darauf, wie es weitergeht. Ja gut, sind noch ein paar Hürden zu nehmen. Die Geschichte mit dem Felgreifer und so, ne? Dass das alles mit der Software harmoniert und boah, ist noch... Es ist alles nicht mal eben so. Wir hatten auch mal eine Fernbedienung irgendwo. Lange kein Ende da. Nehmen wir die so lange? Nee, es ist tatsächlich noch lange kein Ende in Sicht. Also das ist alles noch echt Arbeit. Echt Arbeit. Aber wir fühlen uns bei Lyma eben ganz gut aufgehoben und sind sehr zuversichtlich, dass wir das alles vernünftig über die Bühne kriegen. Ja, also Feierabend. Abonnieren nicht vergessen, Glöckchen aktivieren, dann wisst ihr immer, wann ein neues Video kommt. Ja. Denn bald gibt's das neue große grüne Spielzeug. Es wird spannend. Jo.